Hallo, liebe Freunde des Trash Food Pumpkin Roll oder wie man das nennen will. Ich nenne jedenfalls meine Musik so. Hier ist euer Kai aus Ost-Berlin. Mein YouTube-Kanal bastelt eine ganze Menge und experimentiert. Normalerweise kennen mich jetzt ein oder zwei Leute schon von meinen Experimenten mit dem Kosmos-Experimentierbaukasten. Aber ich mache auch noch einige andere Sachen. Als gelernter DDR-Bürger und Rocker der 80er Jahre hatten wir damals immer das Problem, dass man diese sogenannten Gitarrenverzerrer nur ganz teuer kaufen konnte von ganz unangenehmen Leuten oder so. Und man brauchte jedenfalls so viel Ostgeld, dass das eigentlich, das hätte eine Erbschaft bedeuten müssen, sagen wir mal vorsichtig. Also hat man dann irgendwie gebaut, löten konnten wir dann alle früher oder später mal. Und dann kam in den Mitte der 80er Jahre auf einmal dieses Buch in der DDR auf den Markt von einem Typen namens Meine Elektrogitarren. Und es war erstaunlich fortschrittlich, weil sehr viel Westtechnik beschrieben wurde. Ibanez-Gitarren, Grundschaltung von Gibson-Gitarren und ein paar Effekte wie Phaser, Flanger, ein paar Gitarrenverstärkerschaltungen, die original waren. Dass man auch mal gucken konnte, wie ist so ein Fender aufgebaut, ein Fender-Verstärker oder ein Marshall. Und dann schlug der Autor diese Verzerrerschaltung vor, die nennt er im Text dynamischer Gitarrenverzerrer und stellt sich eben darunter vor, dass der Verzerrungsgrad von diesem Teil nicht so sehr davon abhängig ist, wie laut man eigentlich spielt. Also auch wenn man leise spielt, verzerrt das. Das ist so die Theorie von dem Ding. Das ergründe ich jetzt nicht übermäßig weiter, inwiefern das stimmt, aber ich erzähle mal was zum Grundgedanken. Der hat gesagt, wir nehmen diesen Vierfach-Operationsverstärker, den gab es in der DDR gar nicht. Also ich glaube, ich habe das nach der Wende, dann kurz nach der Wende mal versucht zu bauen, obwohl es das Buch eben schon vorher gegeben hat. Also es ist ein vierteiliger Operationsverstärker, alles auf einem Chip drauf. Der Kern der Schaltung, Eingang ist ja mal links, ist erstmal nur ein simpler Vorverstärker mit einer Gegenkopplungsregelung, wo die Lautstärke eingestellt wird. Es geht dann weiter zur zweiten Stufe, die macht, glaube ich, auch nicht so übermäßig viel Interessantes und würde dann zum Ausgang gehen. Heißt, wenn ich das und das hier nicht anschließe, hätte ich erstmal einen Vorverstärker, was auch schon mal nicht schlecht ist. Und auch der würde ein bisschen verzerren können, wenn der nämlich den Eingang vom nachfolgenden Gitarrenverstärker, whatever that means, auch übersteuert. Das sagt der Autor auch, stellt bitte den nicht so heftig ein, dass der hier schon zerrt, sonst merkt ihr ja nicht, was das und das macht. So. Jetzt kommt der Punkt, der dann interessant wird. Der greift an dem Ausgang von A4, also hier an Punkt 14, das Signal ab und führt das da lang und da lang. Also er zweigt auf in positive und negative Halbwelle, geht dann hier und hier rein, richtet gleich, geht auf dieses Poti und beeinflusst dann in diesem Zweig einen NPN-Transistor und in diesem Zweig einen PNP-Transistor. Und anteilmäßig beeinflussen die dann wieder zwei Dioden und begrenzen an der Stelle das Signal, was eigentlich hier relativ clean raus möchte. Das nennt er dann Spitzenweg, Spitzenwertgleichrichter. Das und das sind Arbeiten als Spitzenwertgleichrichter. Und wenn man dann eine Literatur nachguckt, heißt es dann einfach, diese Dinger können praktisch auch sehr kleine Spannungen schon gleichrichten. Das ist wahrscheinlich der Grundgedanke davon. Lange Rede, kurzer Sinn, so soll es funktionieren. Eine Bemerkung noch, die man dann vielleicht weiß oder auch nicht. Auch hier, weil IC-Technik, wird ein symmetrisches Netzteil verwendet, also plus minus 15 Volt. Ich schwenke mal rüber zur Schaltung und dann übernimmt mein Kameramann Felix mal das Ding hier, das iPad. Das ist die Schaltung, das sieht ein bisschen aus wie Kraut und Rüben oder wie die alten Röhrenradios aufgebaut worden waren. Ich sage mal kurz nochmal was. Dazu hier haben wir praktisch einfach nur ein Trafo. Dann haben wir hier die Gleichrichterplatine, das kann man alles bei Reichelt kaufen. Das ist dann plus minus 15 Volt mit zwei Kontroll-LEDs, ob die Spannungen überhaupt da sind. Ich habe von den ganzen Potis auch nur insgesamt drei angeschlossen, weil zwei Potis, mit denen man dann die Verzerrung noch von hart auf weich umschalten kann, brauche ich persönlich jetzt nicht. Außerdem glaube ich nicht, dass sie spektakulär was machen. Wir haben also hier den Gain-Regler und dann haben wir hier für die beiden Halbwellen, die Beeinflussungs-, die Begrenzungsregler. Hier guckt übrigens ein Transistor raus, von denen es insgesamt zwei gibt, NPN, PNP-Transistor.
Und gelernte Ostdeutsche werden dann womöglich erkennen, dass das ein Gehäuse vom Sonett-Kassettenrekorder ist. Volltreffer stimmt. Hier unten haben wir dann das Oberteil dazu, was ich im Augenblick nicht in Verwendung habe. Kleiner Zusatzgag: Die beiden Transistoren, also die, wo man hier die Kühlkörper sieht, stammen aus diesem Kassettenrekorder, weil das sind komplementäre, also ein PNP, ein NPN. Und die sind ja in der Lautsprecherschaltung verbraten worden als Gegentaktverstärker. Das war dann ganz zuträglich, da musste ich dann also nicht weiter gucken. Soweit so gut. Ich führe euch das Ding jetzt mal irgendwie vor an einem Fender Rock Pro Verstärker, das ist der hier drüben. Unten drunter ist eine Masterbox dran. Wenn man die Gitarre direkt stecken würde, ohne den Verzerrer, würde das halt clean klingen, fertig. Und man merkt doch, das ist jetzt nicht richtig AC/DC-Sound, weil ein Clean-Kanal von einem Fender-Verstärker, der möchte ja immer clean bleiben, deswegen ist der relativ schwierig anzujucken. Wir machen es aber trotzdem, vielleicht schwenke ich dann, wenn ich noch Bock habe, auf den Marshall, der links daneben steht. Okay, Felix übernimmt freundlicherweise mal. Und ich nehme mal hier meine 350 Euro Ibanez-Gitarre. Dann gucken wir mal. Ich sage auch gleich, ich stelle da nicht übermäßig viel dran ein, weil der zerrt und basta. Also an den Knöpfen passiert jetzt nicht viel. Demnächst werde ich das mal am Oszilloskop allerdings zeigen. Und dann gucken wir mal, inwiefern der wirklich Sinuswellen verbiegt. Also optisch auch. So, gehen wir los. Ich gehe mal in die dunkle Tonabnehmer-Einstellung, also hier oben. Gegencheck, Mittelstellung, 200 nehmen wir zusammen. Also schön war noch den mit Nase zu, das ist der Humbucker hier hinten. Noch ein bisschen was davon. Ja, und so weiter, das macht ja jeder. Verzerrer wollte ich euch mal zeigen, wer Bock hat, bitte nachbauen, fetzt. Zu kaufen gibt es die Dinger nicht. Jedenfalls nicht bei mir. Definitiv. So, das war's vom Video. Und auf jeden Fall nicht vergessen, den Kanal supporten, abonnieren, Glocke aktivieren. So verpasst ihr auch keine neuen Videos von Kai. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann.